Willkommen zu Auf ein Wort vom Regal. Und was mich heute wirklich bewegt, das ist diese Studie von McKinsey und der OWM. Die Aussage in Kurzfassung ist die, dass ein Großteil der Mitarbeiter in den Marketingabteilungen deutscher Unternehmen augenblicklich schlichtweg überfordert sei, beziehungsweise nicht mehr up-to-date sei oder, wie die Werben und Verkaufen schreibt, keine Ahnung habe. Die OWM ist die Organisation werbungtreibender Unternehmen. Darin organisiert sind Marketing-Dickschiffe wie Vodafone, McDonald's, Danone, Beiersdorf, BMW. Das ist in etwa so, das muss man sich mal vorstellen, als wenn ein großer Handwerkerverband öffentlich mitteilen würde, dass ein Großteil der Mitglieder und der Mitarbeiter dort nicht ausreichend ausgebildet sei. Ich zolle dem Respekt, ich ziehe meinen Hut davor, das hat eine Menge Rückgrat, das zeigt Souveränität und Ehrlichkeit, denn ein Verband hält sich den Mitgliedern und den Marketingmitarbeitern dort einen Spiegel vor. Die Gründe liegen auf der Hand, in den Abteilungen ist ganz massiv gespart worden in den vergangenen Jahren. Know-how ist flöten gegangen durch den Personalabbau. Junge Leute übernehmen dort jetzt sehr schnell sehr viel Verantwortung und trainieren während des Tuns, sammeln also Erfahrung auf den laufenden Projekten. Ich glaube gleichzeitig, dass darin eine Chance steckt, beziehungsweise denke mir, es gibt so drei Dinge, die jetzt zu tun sind. Erstens, liebe Unternehmen, investiert im kommenden Jahr x Prozent eures Marketingbudgets in die Qualifikation der Mitarbeiter in den Marketingabteilungen. Dadurch habt ihr einen größeren Hebel, was die Wirkung eurer Budgets angeht. Zweitens, lasst Agenturen als Partner auf Augenhöhe zu, involviert sie, lasst sie teilnehmen schon sehr früh bei strategischen Entscheidungen und gleichzeitig, liebe Agenturen, kniet euch stärker rein, wühlt euch rein in die Unternehmen und deren Branchen, versucht sie wirklich zu verstehen. Und drittens, liebe Marketingentscheider, fragt. Es gibt keine dummen Fragen. Seht Agenturen als Partner, lasst euch updaten, lasst euch in Neues einführen. Die Agenturen haben schlichtweg eine viel größere Zahl an Projekten und Kampagnen, die sie in ganz vielen verschiedenen Branchen und für viele Kunden tun, sodass sich dort Wissen stärker und gerade aktuelles Wissen kumuliert. Profitiert davon. Und gleichzeitig sage ich den Agenturen, nun zeigt nicht schadenfroh mit dem Finger auf die Marketingabteilung und sagt, ihr hättet es ja schon immer gesagt und gewusst, tut auch selbst etwas. Die eigenen Mitarbeiter in den Agenturen gehören noch stärker qualifiziert. Wir haben gerade Anfang des Jahres unsere Maßnahmen aufgestockt und jeder Mitarbeiter profitiert jetzt im Durchschnitt von 60 Fortbildungsstunden im Jahr. Das geht zwar zu Lasten des aktuellen Gewinns, aber den Gewinn und die Gewinne der Zukunft ermöglicht es überhaupt erst.